Heute ist der 22. April, Earth Day. Diese Gelegenheit möchte ich nutzen, um euch den Umweltsatelliten NMAP vorzustellen. NMAP ist der erste deutsche Hyperspektralsatellit. Er hat 242 Spektralkanäle und was er damit machen kann, ist, dass er den spektralen Fingerabdruck unterschiedlicher Materialien auf der Erdoberfläche erkennen kann. Damit kann man dann zum Beispiel die Nährstoffversorgung von Ackerböden gewährleisten. Man kann Daten zu Bodenmineralien sammeln oder die Qualität des Wassers in Seen messen. Diese Daten sollen der ganzen Welt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und davon verspricht man sich nichts weniger, als die Ernährungssicherheit einer steigenden Weltbevölkerung zu gewährleisten. Clear Skies.